Hey, weiter geht's. Letztes Kapitel. Hab ich schon, danke. Mach sie fertig, Gordon. Aber vorsichtig. Gott. Ist es das Ende? Oh Gott, ich habe Angst. Gut. Dr. Freeman, Sie sollten nicht da draußen sein. Wenn ich teleportiert werde, füllt sich diese Kammer mit tödlichen Teilchen, die von der Menschheit erst noch benannt werden müssen. Sollte ich Zeit dafür haben, werde ich vielleicht eins nach Ihnen benennen. So werden Sie nicht ganz vergessen. Wenn die Singularität zusammenbricht, bin ich weit weg. In einem anderen Universum. Sie wiederum werden auf jede mögliche und teilweise sogar unmögliche Weise vernichtet werden. Wo sind die denn? Da oben. Okay. Gott. So. Gott, oh Gott. Oh nein. Breen macht sich aus dem Staub. Schnell, Gordon, bevor er entkommt. Ja, ich gebe mir Mühe. So, ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Echt. Ich glaube hier hin, oder? Nein, das war, glaube ich, falsch. Scheiße. Okay, komm. Gut, also hier hoch und danach. Also nicht dorthin. Ah, hier hin, klar. Okay. Uff. Wieder im Kreis gelaufen. Scheiße. Oder? Ja, warte, ich bin nicht so schnell. Ich brauche immer so einen Moment, bis ich Sachen checke. Okay. Gut, also hier hoch. Gut. Ah. Was muss ich denn tun? Da drauf schießen? Ja. Ja! Zurück, Freeman. Sie wissen ja nicht, was Sie tun. Doch, ich weiß, was ich tue. Also neben Sterben gerade. Gott, Hilfe. Sie wissen nicht, was Sie damit auslösen. Sie könnten die ganze Zitadelle zerstören. Denken Sie an die Leute da unten. Nein. Hey. Ja. Der Globus, er ist dabei. Ja. Wir müssen
müssen schnellstens hier raus. Vielleicht haben wir noch... Zeit, Dr. Freeman. Ist es wieder an der Zeit? Mir ist, als wären Sie gerade angekommen. Sie haben viel erreicht in so kurzer Zeit. Sie waren sogar so erfolgreich, dass ich ein paar interessante Anfragen ihretwegen hatte. Normalerweise würde ich sie ignorieren, aber dies sind keine normalen Zeiten. Anstatt Ihnen nun eine freie Wahl vorzugaukeln, erlaube ich mir, für Sie zu entscheiden, wenn Ihre Zeit wieder kommen sollte. Ich hoffe, Sie können mir diese willkürliche Bevormundung verzeihen, Dr. Freeman. Sie werden sicher alles verstehen, wenn... Nun, das darf ich leider nicht sagen. Also dann, ich steige hier aus. Oh mein Gott. Was? Ach du Scheiße. Das war das Ende? Uff. Oh mein Gott, was soll ich sagen? Ja, also Half-Life 2. War auf jeden Fall anders als der erste Teil irgendwo, aber irgendwie auch gar nicht. Das habe ich ja von Anfang an gesagt. Hat mir besser gefallen als der erste Teil. Aber so ein extrem großer Unterschied ist da nicht. Also ich fand beide ungefähr gleich gut, wobei der mir jetzt besser gefallen hat. Ja. Sehr interessante Charaktere auf jeden Fall. Ich bin gerade richtig geschockt, weil der Plot-Twist jetzt mit dem der Zeit anhalten und so, das war richtig, richtig cool. Ja, hatte was. Wirklich. Okay. Ich habe echt keinen Plan, was ich sagen soll. Ich bin richtig geschockt. Ja. Gute Musik, so wie immer eigentlich. So wie beim letzten Mal, so eigentlich auch. Ich weiß, dass es Episoden gibt. Ich weiß aber nicht, warum es da, also ob es dann irgendwie mit der Story weitergeht oder ob das irgendwas anderes ist. Ich schaue es mir an, ob es sich lohnt, das danach weiterzumachen. Sonst mache ich das zu einem späteren Zeitpunkt, genauso wie die DLCs von Half-Life 1. Wow, da sind Leute, die haben ihre Gesichter zur Verfügung gestellt. Okay. Ja. Nee, echt gutes Spiel, wow. Anfangs dachte ich mir so, okay, warum der ganze Hype, weil... Ist halt einfach da, der Hype. Aber mit der Zeit dachte ich mir so, wow, echt cool. Und ich habe es auch innerhalb ein paar Tagen durchgespielt übrigens, ne? Also ich war wirklich gefesselt, das durchzuspielen. Ich wollte es durchhaben. Ich wollte wissen, was passiert. Verflixt nochmal. Wo ist sie hin? Ja, genau. Ich wollte es durchhaben und jetzt habe ich es durch. Und ja, es ist echt interessant. Kann ich noch laden? Passiert da was? Ich probiere es einfach mal aus. Okay, dann sind wir wieder hier. Ja, dann sind wir wieder hier, okay. Moment, ich hab doch... Hab ich nicht. Okay, hab ich nicht. Gut.
Gibt's denn irgendwie was, irgendwie extra Kapitel jetzt, was freigeschaltet ist? Ja, die Credits, okay. Gut. Danke fürs Zuschauen. Und eventuell bis Half-Life 2 Episode 1. Bis dann.